www.scheißboxer.shop. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Was geht ab, Leute? Oh mein Gott. Und ja, was machen wir heute? Eieieiei. Leute, ihr seht schon, ich bin hier im Tutorial. Das heißt, ich erstelle mir mal wieder einen neuen Account und es wird einfach nur crazy. Und zwar, ich werde mir heute einen Free-to-Play-Account erstellen. Das heißt, Leute, nicht so wie bei allen anderen Accounts gefühlt, die ganze Zeit Big Boxen, Mega Boxen, was auch immer öffnen. Einfach ganz entspannt free to play und wir gucken mal, wie weit wir mit dem Account kommen. Ich bin mega gespannt. Marvin hat sich heute auch einen free to play Account erstellt. Wir werden uns da in Zukunft auch so ein bisschen battlen. Wir werden uns dann auch so Brawlboxen und so ansparen und dann mal ein Brawlbox Opening Battle oder sowas machen. Darauf habe ich auf jeden Fall mega Bock, weil, Digga, wie geil ist das, wenn wir so jeder 100 Brawlboxen haben und dann werden die einfach alle geöffnet. Und dann gucken wir einfach, wer da mehr Luck hat, wer vielleicht einen legendären Brawler zieht. Also darauf habe ich auf jeden Fall echt Bock. So, wie nennen wir uns? Wir nennen uns Pookie Free to... Bitte geht sich... Ja, das geht sich tatsächlich aus. Pookie Free to Play, easy going. Kann man auf jeden Fall machen. Und da startet jetzt die erste Runde mit den Bots. Ey, ich finde, diese Runde ist einfach so lustig. Das sind so diese Bots, die einfach keinen Schaden machen. Also, wer sich daran nicht mehr erinnern kann, kurzes Szenario. Die Shelly hittet mich. Sie macht 150 Schaden, steht direkt vor mir. Und jetzt greift sie mich gar nicht an. Komm, 250. Digga, das ist full crazy. Keine Ahnung, was da abgeht. Aber macht auf jeden Fall Bock. Also das ist so die erste Bot-Runde. Übrigens, weil so viele Fragen. Yo, Pookie, was geht denn da ab? Da steht Creator-Code Pookie unter deiner Facecam, aber der Code geht gar nicht. Ja, ich weiß, aber er steht einfach trotzdem da. Leute, der sollte die nächsten Tage jetzt funktionieren. Deswegen, Leute, bleibt auf jeden Fall aktiv. Ihr werdet dann Bescheid wissen. Im Prinzip könnt ihr mich damit dann supporten, wenn ihr den einfach im Shop einträgt. Ultra simpel. Und jeder, der ein scheiß Boxer ist, der wird das auf jeden Fall machen, Leute. Ihr müsst es auf jeden Fall machen, sobald er verfügbar ist, auf Ehre. So, jetzt haben wir die erste Bot-Runde abgeschlossen, Leute. Das war ja schon mal relativ easy, würde ich mal behaupten. Und wir können mal den Shop schauen. Leute, das Einzige, was ich mir überlegt habe mit Marvin, wir machen es irgendwie schon Free-to-Play, aber wir werden trotzdem Gems kaufen, um, und jetzt aufpassen, Markenverdoppler und Tickets zu holen. Weil wir haben uns einfach gedacht, yo, das Ganze geht viel schneller, wenn wir Markenverdoppler und Tickets haben, weil dann können wir uns schneller Kisten anfangen haben, mehr Content für euch, den wir liefern können, weil irgendwann wird das ja auch langweilig, wenn wir nur die ganze Zeit zocken und da geht nicht wirklich was weiter. Und es ist halt einfach nur so eine kleine Hilfe, das heißt, es ist nicht 100% Free-to-Play, wir nennen es trotzdem so. Ich kann damit leben, wenn ihr damit nicht leben könnt, Leute, dann guckt die Videos nicht, aber ich glaube, das ist eigentlich eine ganz coole Option und eine coole Lösung, dass ihr halt auch ein bisschen Spaß habt beim Zugucken und euch hin und wieder mal das ein oder andere Box-Opening gönnen könnt. So, Leute, ich butze da jetzt erstmal, ja, in den Free-to-Play-Account. Ja, so dumm wie das auch ist, 2000 Gems drauf. Aber, ja, so ist es nun mal, Leute. So ist es nun mal, wir haben nur Shelly. Heute startet dieser Account. Ich werde den jetzt in nächster Zeit richtig viel zocken. Wir starten auch mal eine Runde rein. Ich werde da richtig viel zocken und ich würde sagen, ihr bekommt so ungefähr in einer Woche dann ein Update, wie weit ich gekommen bin und der Anfang ist ja relativ easy. Also Leute, wer das nicht verpassen will, wie wir Free-to-Play jetzt hier die nächsten Wochen und Monate zocken werden und irgendwann mal die 10.000 Trophäen erreichen werden, der sollte den Kanal auf jeden Fall jetzt abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. So, let's go. Leute, die Runde ist ja auch anders easy, also das sind ja maximale Bots, guckt euch das mal an. Guckt euch das an. Ja, jetzt attackiert er mich. Ah ja, gerade wo ich euch zeigen wollte, dass die total Brain AFK sind. Okay, probieren wir es nochmal. Komm, Cold. Hallo. Ja, seht ihr? Das ist einfach total dumm. Also die Leute hier, die Gegner, die sind einfach ultra, ultra schlecht. Übrigens, Leute, ich habe gerade den Kapuzenboxer als Pullover an. Der erscheint ab dem 18.10. um 15.15 Uhr im Shop, also auf www.scheißboxer.shop. Jeder, der so einen haben möchte, Leute, der sollte schnell sein, denn der Pullover und die T-Shirts, was auch immer, insgesamt ist das ganze Design auf 1000 Stück limitiert. Das heißt, davon wird es nur 1000 Stück geben. Ich bin auch gerade schon dabei, die ganzen Autogrammkarten zu unterschreiben. Marvin hat die schon unterschrieben, denn zu jeder Bestellung gibt es dann natürlich eine Autogrammkarte kostenlos dazu. Also Leute, merkt euch das Datum, schreibt euch das auf und holt euch den Merch. So, das war die erste Runde auf dem Free-to-Play-Account, natürlich direkt gewonnen. Ich probiere natürlich so eine Win-Streak zu machen, so 30 Millionen Wins in a row. Und wir können tatsächlich die erste Brawlbox öffnen. Die erste Brawlbox wird auf dem Free-to-Play-Account geöffnet. Let's go. Und
ein Gegenstand Shelly. Perfekt, super. Aber ich freue mich schon auf die ersten Solo-Showdown-Runden, weil das ist halt immer so, keine Ahnung, ein bisschen langweilig, sage ich euch ganz ehrlich. Ich denke mal, wir werden in dem Video so auf 100 Pokale pushen und dann spiele ich einfach offscreen weiter, also off-recording. Ja, weil ich denke mal, wenn ich jetzt alles in die Folgen schneiden würde, jeden einzelnen Fight, dann wäre das auf jeden Fall absolut langweilig. Deswegen werde ich off-screen auf jeden Fall auch zocken, also ohne Aufnahme. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber die Kisten hebe ich mir natürlich immer für die Folgen auf. Also in den Folgen gibt es dann immer schön Brawlbox-Openings, Leute. Darauf freue ich mich schon. So, Dynamike mit seiner Ulti. Eieiei. Okay, komm mal her hier. Zack, zack, zack. Weg mit dem Dynamike. Und ich glaube, das war's. Das sollten wir gewonnen haben. Ja, easy. Let's go. Und nice. Okay, Brawl vorbei. Das war auf jeden Fall schon mal die zweite Runde. Somit auch 16 Pokale erreicht. Easy going. So, kann ich mir jetzt schon Markenverdoppler kaufen? Weil am Anfang, nee, kann man einfach nicht. Am Anfang kann man einfach keinen Markenverdoppler kaufen. So, ich könnte mir schon den nächsten Brawler abholen. Ich würde sagen, das machen wir auch einfach mal. Let's go. Der Nita ist am Start. Sehr, sehr geil. Kann man machen. Erster Meilenstein-Brawler. Und ab geht's in die nächste Runde natürlich wieder mit Shelly. Also Shelly ist für den Anfang halt auch einfach so der geilste Brawler. Ist halt einfach am einfachsten zu pushen, ohne Scheiß. Also für jeden, der jetzt noch beginnt, nehmt einfach am Anfang Shelly, zockt die hoch, bis nicht mehr geht und dann switcht mal. Und ich glaube, mit der kommt man einfach am einfachsten ins Game so rein und lernt das Ganze mal so ein bisschen kennen. So, die Leute sind hier so brain AFK. Ich habe ihn gerade getötet, bin in den Busch reingerannt. Der hat das halt safe gesehen, aber läuft halt trotzdem einfach vorbei. Digga, ich töte die einfach alle immer zu dritt. Komm, pass auf, wir probieren jetzt alle drei mit einer Ulti zu töten. Dafür müssen die halt alle auf einem Spot stehen. Wenn ich das hinbekomme, Leute, das wäre schon geil, oder? Komm. Jungs, ey! Ja, okay, das wird kritisch. Das wird kritisch. Komm! Nein, nein, nein. Ich muss ein bisschen regenerieren. Ja, der Cold, der bleibt halt so weit hinten. Das ist so das Problem da an der Sache. Okay. Die zwei sind jetzt aber schon mal auf einem Fleck. Komm, dann töte ich die jetzt einfach. Lol. Mit einem Schuss und direkt weg, Alter. Kann man auf jeden Fall machen. Game Changer, habe ich gehört. Bin ich hier. Let's go, komm. Ja, hau ruhig deine Ulti da drauf. Sobald du sie zündest, zünde ich meine Ulti und dann ist alles easy. Okay, oder auch nicht. Kann man machen. Okay, Starspieler. Perfekt, Leute. Das ist wichtig, weil Starspieler gibt uns gleichzeitig auch natürlich mehr EP. Ja, und dann können wir schneller Marken sammeln durch Rang bzw. Levelaufstiege. Oh, Leute, wir haben hier eine gratis Brawlbox. Let's go, come on. Okay, gönnt leider nichts Neues, aber kann man mal machen. Die Brawlbox hier unten, die spare ich mir jetzt erstmal auf. Wir haben hier noch eine gratis Brawlbox und da ist leider auch nichts Neues drin. Übrigens, am 18., also wenn der Merchandise rauskommt, wird es auch ein richtig, richtig geiles Video geben um 15.15 Uhr, so wie jeden Tag, auf meinem Kanal. Also Leute, ihr müsst es auf jeden Fall anschauen. Das wird einfach nur zu heftig. Das wird zu heftig. Let's go, so. Den sollten wir auch haben. Ja, easy. Also die ersten Runden sind halt relativ easy. Das kann ich mir jetzt irgendwie nicht ganz erklären. So, Leute. Und ich glaube, jetzt wird es Zeit für die Hardcore-Fans, dass ich euch noch eine kleine Info rausballer. Und das betrifft jetzt wirklich nur die Hardcore-Scheiß-Foxer-Fans. Weil, Leute, wir haben eine richtig, richtig geile Sache, die sehr, sehr viele von euch freuen wird. Das kann ich euch versprechen. Und zwar, wir hatten ja am 1.10. die Scheiß-Boxer-Box released. Und die war nach 90 Minuten ausverkauft. Allerdings mussten wir aufgrund von so, sage ich jetzt mal, bisschen puffermäßig, falls irgendwas schief geht, mussten wir uns ein paar Boxen zurückhalten und ein paar wurden auch gar nicht bezahlt. Das heißt, die wurden zwar bestellt mit Vorkasse, aber nie bezahlt und die werden jetzt restockt. Das heißt, es wird einen Mini-Restock geben, auch am 18. um 15.15 Uhr. Das heißt, Leute, es werden nochmal ungefähr 70 scheiß Boxer-Boxen in den Shop kommen. Für den genau gleichen Preis wie davor. Nur fürs Verständnis, wir haben da jetzt nicht nochmal neue produziert, sondern wir haben einfach die zurückgehalten und gar nicht erst verkauft. Nur damit dann niemand irgendwie jetzt denkt, wir limitieren die erst auf 1000 Stück und produzieren dann nochmal nach. Nee, so ist es nicht. Aber ich glaube, das ist eine ganz geile Sache. Leute, schreibt mal in die Kommentare, werdet ihr euch eine holen? Also ich sage euch ganz ehrlich, so schnell wie die ausverkauft war, ich glaube, jetzt no flex oder so, aber da kriegt man auf eBay auf jeden Fall, wenn man die kauft, noch ein bisschen mehr dann, ne, als die 50 Euro. Wertanlage, ne, so wie die McDonald's-Gläser, ihr wisst Bescheid. Let's go, Solo-Showdown ist am Start. So, Leute, ich bin so gespannt, ey, da oben sogar noch so mit Beschreibung, was man da jetzt genau machen muss, sammle Powerpunkte. Powerpunkte, genau, Powerwürfel, so heißen die wirklich. Jetzt wissen wir, wie das heißt. Das heißt nicht Cubes, das heißt nicht irgendwas, das heißt Powerwürfel. Ja gut, auf Englisch natürlich Cubes, aber na gut. So, und jetzt zünden wir jetzt erstmal hier den Angel. Let's go, das war schon mal easy going. Halte dich von den wachsenden Giftwolken fern. Ey, dieses Tutorial, diese Erklärung ist ja mal so legendär. Was macht denn hier der Scheißautomat? Was geht ab, Bruder? So, ich habe jetzt schon mal 6 Cubes am Start. Powerwürfel, sorry. Und
Let's go, komm. Easy, Digga, die attackiert mich nicht mal. Lul. 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 Und die nächste Ulti ist auch schon wieder ready. Ey, ich schwöre, die ersten Runden sind einfach so easy, Mann. Die Frage ist natürlich, wo ist jetzt hier der letzte Gegner? Oh ja, lol. Stella, moin. One-Hit, easy. Übrigens, Leute, werde ich die Tage auch wieder auf eure Clips reagieren. Also, wer noch nicht Bescheid weiß, wenn ihr irgendwelche krassen Clips habt, die könnt ihr auch in Zukunft jetzt alle aufnehmen, einfach mit Screen-Recorder vom Handy selbst oder ihr lädt euch einfach so einen Screen-Recorder runter. Schickt die einfach mal ein auf dem Discord-Server. Discord-Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es einen eigenen Channel mit Clip-Einsendungen. Dort könnt ihr das einfach reinsenden als YouTube-Link am besten und dann mit ein bisschen Glück landet ihr auch in der Folge. So, da haben wir den Dynamike. Okay. Hallo? Hi. Moin. Servus. Okay, komm. Wir knallen den einfach mal weg. Ey, richtig, richtig easy. So, der Scheißautomat ist auch ready. Zack. Oh, 94 HP. Der hat sogar überlebt. Oh, und ein Bulli-Bulbul. Let's go, Alter. So easy die Gegner. Das ist einfach mal so lustig. Leute, das einzige Problem wird sein, ich werde jetzt natürlich den Free-to-Play-Account, glaube ich, mal vorziehen. Und mehr auf dem spielen, weil das jetzt so das brandneue Projekt ist. Das heißt, der Main-Account wird eventuell ein bisschen nachlassen. Aber, Leute, ich werde den, glaube ich, trotzdem so hochzocken wieder, dass ich Season-Ende auf jeden Fall den ein oder anderen Star-Punkt bekomme. Und damit meine ich auf jeden Fall Minimum so 1500, oder? Ich glaube, das ist schon drin. So, let's go, zack, den haben wir schon. Oh, ich bin das erste Mal draufgegangen, also im Solo-Showdown. So, gibt es jetzt schon langsam Markenverdoppler hier im Shop? Nee, ich check das nicht. Warum? Also, warum? Vielleicht, wenn ich jetzt hier welche ziehe, dass die erstmal unlocked werden müssen. Ne, Gems. Ja gut, 3 Gems, aber ist auch nicht schlecht, ne? Das Ding ist, wenn man so sieht, die Gems, die ich natürlich sammle, die dürfte ich ja theoretisch ausgeben, weil die habe ich mir dann ja Free-to-Play erspielt. Wie wir das noch genau managen, weiß ich nicht. Könnt ihr mal gerne eure Vorschläge in die Kommentare hauen. So, da ist... Oh, lol! Wo ist denn der letzte Gegner? Der ist hier safe irgendwo. Pam! Nein, ich wollte die One-Hitten, Mann. Hallo! Regeneriere erstmal. Komm, wir machen ein faires Battle. Aha, so einen machst du jetzt also. So, Leute, jetzt seht zu, wie der Nita einfach nur geraggt wird. Zu easy. Ja, komm raus, hallo, komm doch. Ich weiß genau, dass du in dem einen Busch stehst, wo ich nicht reingucken kann. Ja, jetzt sehe ich dich. Hi, wie geht's? Alles klar? So, Leute, jetzt seht zu. Guckt einfach nur, der rafft's nicht. Okay, ich gebe ihm noch ein bisschen Chance, kann wieder ein bisschen regenerieren. Macht er überhaupt was? Nee, er checkt's einfach nicht. Komm, ich baller jetzt meine Ulti in 3, 2, 1. One-Hit. Digga, warum attackiert er mich nicht? Also, muss ich das verstehen? Ey, ich schwör, dieser Pullover ist so nice. Ja, natürlich jetzt hier Werbung. Aber ist halt einfach Fakt, ne? Also, ich sehe full cool. Sehe ich gut aus? Also, seh ich gut aus? Oh, Kylie Jenner ist am Start. Was geht? Ey! Nix Akku jetzt hier leer. Oh, okay. 2 Colts hier am Start. Ich glaube, die haben die frisch freigeschaltet, so ungefähr. Leute, das sind nur Colts. Was geht denn ab? Hallo? Pam, pam, weg, pam. Komm her. Leute, das sind nur Colts. Was geht denn ab bei denen? Was geht ab? Komm. Uff, das war ein bisschen knapp. Aber das schaffen wir noch, Leute. Alles easy. Alles easy go. Okay, jetzt wird es ein bisschen kritisch. Das sind halt wirklich 2 Colts. Die sind halt full aggressiv, Mann. So, der eine heißt sogar Colt. Wer will mich jetzt hier verarschen? So, Pam und beide low. Oh, lol. Das war heftig. So, er denkt, er kann sich diese Kiste hier gönnen, aber er kann sich hier gar nichts gönnen, Digga. Ich gönne mir nämlich die Kiste. Nice. So, komm her. Zack, scheiß Automat, weg mit dir. So, was machen wir mit dem Bow? Pam, der kommt einfach auch weg. Easy, Alter. Lol, lol. Oh nein, oh nein. Wo ist der letzte Gegner? Das war ein Tick. Der muss hier irgendwo rechts sein, oder? Er muss wahrscheinlich fast sogar hier... Oh, okay, das war eine Shelly. Hä? Dann ist der einer in der Zone verreckt? Oder warum stand er gerade oben Tick im Killfeed? I don't know, okay. Oh, lol, sie hat Ulti ready. Sie ist richtig am Tryharden. Ich merke das schon. Ja, ja. Sie ist so eine richtige Tryharderin. Aber ich sag's euch, die kommt hier gar nicht raus. Also, die wird jetzt hier einfach an der Zone verrecken. Okay, sie ist irgendwo hier im Busch. Die Frage ist, wo? Gehe ich hoch? Gehe ich runter? Was macht sie? Ich denke mal, sie wird runtergehen. Da hat sie auf jeden Fall... Ja, nicht unbedingt mehr Chancen. Sie ist sowieso am Arsch. Ja, sie geht oben lang. So, ich will, dass sie an der Zone verreckt. Ich werde sie nicht töten. Sie muss jetzt einfach an der Zone verrecken. So. Ja, sie geht halt nicht, ne? Sie checkt halt schon. Lol. Ja, komm. Geh doch einfach. Nein! Ey, komm.
Ja, was soll ich denn machen, wenn sie nicht in die Zone geht? So, das wird jetzt die letzte Runde. Nach der bin ich auf jeden Fall schon bei 100 Pokalen. Aber bis jetzt ist auf jeden Fall alles easy und es wird auch die ersten paar tausend Pokale so laufen. Ich bin dann gespannt. Ziel ist es natürlich, früher oder später hier die 10.000 Pokale zu erreichen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Man muss halt einfach nur genug zocken. Und ich will euch somit mit dem Projekt auch irgendwie beweisen, dass man nicht unbedingt Gems ausgeben muss, um irgendwie gut zu sein in dem Spiel. Das absolut nicht. Also kann man auch komplett ohne. Muss man halt einfach viel zocken. So, let's go. Zack, easy going Showdown. Da oben ist jetzt noch die Jessie. 10 Cubes habe ich auch schon am Start. Pam, pam. Komm, die muss jetzt an der Zone verrecken. Die muss jetzt an der Zone verrecken. Los. Ja, die verreckt auch an der Zone. Komm. Nein! Okay. So, das war jetzt der letzte Fight. Wir haben nochmal gewonnen. Plus 10 Pokale. Easy going. Somit sind wir bei 105 Pokalen. Auf jeden Fall easy going, die 100 schon mal gereached und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Das geht relativ schnell, muss ich ehrlich sagen. Also man kann auf jeden Fall sehr, sehr schnell hier pushen und wir haben jetzt schon mal den dritten Brawler, zack. Und somit, jetzt seht ihr im Shop neu, let's go. Somit können wir jetzt auch die Markenverdoppler kaufen und das werde ich auch einfach machen. Let's go, wir geben dafür jetzt schon mal am Anfang direkt, ja, übertrieben viele Gems aus. Ach du Scheiße, Leute, ich sag da mal gar nichts zu. Also 21.000 Markenverdoppler sollten jetzt erstmal reichen für die nächsten paar Fights, ne? Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder um 15.15 Uhr. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und haut rein. Ciao.